So, nächste Folge, weiter geht's. Charles Dickens Erinnerung, Sprungfeder. Check, das ist so die nächste Aufgabe. Wir sind Level 5, wir können ja ein bisschen was machen, weil ich brauche unbedingt die XP und deswegen gehen wir da ein bisschen jetzt durch. Wir spielen momentan keine Hauptmission, sondern wirklich nur die Nebenmission. Die Aura des Todes. Umgibt euch beide. Haltet euch fern von mir. Hä? Was ein Typ. Sind heute der Dummheit keinerlei Grenzen mehr gesetzt. Ach, ich habe letztes Mal nicht nach ihrem Namen gefragt. Ich bin Evie Fry und das mein Bruder Jacob. Sagen Sie, glauben Sie an Gespenster? Nicht wirklich, nein. Ja. Ich selbst bin auch eher skeptisch. Wir leben hier in einer der modernsten Städte der Welt. Und dennoch sind ihre Einwohner dem Übersinnlichen so hörig, dass sie Scharlatanen Tür und Tor öffnen. Und deshalb trat ich dem Ghost Club bei. Der ersten Gesellschaft in der Welt, die dieses Phänomen systematisch untersuchen möchte. Denn die Wahrheit, wie ein Gespenst, muss erst bedrängt werden, bevor sie sich offenbart. Schließen Sie sich uns an? Das klingt absolut lächerlich. Warum nicht? Das klingt faszinierend. Prächtig. Hier ist Ihr erster Fall. Okay. Also sollen wir für den was machen, oder was? Es gibt beunruhigende Berichte von mehreren Übergriffen in Lambeth. Ein potenzielles Opfer aufführen. Von Angriffen eines uralten Dämons. Ach, geh, ich stehe doch nicht im Weg. So, also. Gute Nacht. So, ich nehme mal hier kurz eben die Truhe noch mit. Kann man nochmal gebrauchen, was da noch so drin ist. So, die Frage ist, wo müssen wir hin? Wo müssen wir. Oder wen müssen wir hier irgendwie aufspüren? Oder wen müssen wir hier aufspüren? Du bist kein Opfer, okay. Okay, dann müssen wir da hoch irgendwo. Bist du da hinten einer? Gefühlt ja. Okay, wir müssen erstmal nur reden. Ich nehme mal die Feinde mit, wer weiß, was das passieren kann. Es war grauenhaft. Blühende Augen, große Klauen. Zum Glück kamen ein paar Passanten und verjagten ihn. Jemand muss etwas unternehmen, bevor er erneut zuschlägt. Hey, someone's been killed! Die Frage ist, ja, hier ist nichts weiter an Feinden. Helft ihr mit? Das potenzielle Opfer verteidigen, ja. Level 6 bist du? Scheiße. Sprungfeder Jax. Aha. Er hat auf jeden Fall gut mitbekommen, das weiß ich. Jetzt habe ich dich.
was muss ich inspizieren? Ja, gut, okay. Klauenspuren an den Wänden. Aha, da ist also doch hoch. So, die Helix nehmen wir mal mit. So, warte mal. Ich muss mich nur jetzt gerade wieder neu orientieren. Ich bin jetzt ein bisschen raus, was das betrifft. So, da, da. Du bist darüber. Okay, dann geht ihr da hinten lang. Auch hier nehme ich natürlich erstmal die Kiste wieder mit. Jetzt habe ich dich. Die Frage ist, war das schon der Typ? Ne, war es nicht. Schade. Wäre zu einfach gewesen, ne? Abgelegenes Lagerhaus, viele Wachen, ein maskierter Irrer im Innern. So lässt es sich leben. Alles 5er und 6er schon. Meine Freunde. Ich halte dir den Rücken frei. Gut, ich folge. What an odd thing to do for a drone. Warte mal. Die Frage ist, was machen wir jetzt als nächstes? Die müssen wir auf jeden Fall jetzt mal hier was machen, klar. Please! I
Kann ich. Da muss auf eine Treppe so eine der Leiter sein. Ah, hier! Das war's! Ich bin kurz davor, dich zu Hause an meine Hunde zu verfüttern. Pistolen bereit machen? Wir haben einen Sucher! Keine Zurückhaltung! Verteilt seine Innereien auf dem Boden! Komm her jetzt. Was rennt ihr denn da so? Ich seh ihn! So. Der Abschaum von London ist nicht besser als Tiere. Und so wird er auch sein. Wir lassen uns weiter inspirieren. Wer weiß, wie man die niederen Klassen behandelt. Erledigt. So gerade aber noch. Ich war schon im Gebiet. Im Dings drin. So, geschafft, liebe Leute. Ich plündere euch den Depp nochmal. Gott sei Dank, aber so Licht. So. Ein Fähigkeitsmodul erhalten. Ganz gut. Perfekt. Jut. Dann haben wir das erledigt. Gucken wir mal, was wir noch, ob wir noch irgendwie mit dem Fähigkeitspunkt setzen können. Ja, Fähigkeiten. Okay. Warte mal, ich guck gerade wegen, ob ich hier. Gut, ich hatte. Dann nehmen wir das mal mit. Die Frage ist, ob das so reicht für Level. Ab? Nö, reicht nicht. Schade. Gut. Guck mal auf die Karte gerade. Ob wir hier nur was haben? Nö, eigentlich nicht, ne? Ja, wir müssen halt jetzt ein bisschen was machen. Ne? Lambeth ist klar, das ist, ich muss jetzt wieder A6 werden, damit ich überhaupt weiterkomme. Aber dafür fehlt mir jetzt natürlich eine nach EP-Punkte. Ich mache jetzt kurz hier mir dieses Gebiet noch um frei. Einmal mal Lambeth jetzt, wie gesagt, als erstes. Das ist jetzt quasi das. Das größere Ding, was wir jetzt machen müssen. Ich muss jetzt erstmal da hoch gerade. Ich kann es nicht, ich wollte gerade sagen. Ich komme nachher hoch. Ich bin ein Assassine, ich komme überall hoch, wenn es sein muss. Also nicht überall, aber. Größtenteils, aber mal so in den einen Missionen, wie gesagt, die wir da in den letzten Tagen gemacht haben. Ja, naja, wie gesagt, leider nicht ganz.
Ich glaube, das Gebiet kennen wir hier schon so ein bisschen, ne? Da haben wir ja schon mal... Waren wir nicht hier schon mal hier oben mit den Sicherungen und alles drum und dran? Ja, ziemlich am Anfang des Let's Plays oder so. Oh, ich glaube, da war was. Synchronisieren mal das Ganze hier, damit wir hier ein bisschen mehr Freiheit. Da ist eine Kopfgeldjagd da unten. Da ist eine Templerjagd, da ist eine Kopfgeldjagd. Ja, das können wir schon. Das ist gut, das ist sind einige Dinge auf jeden Fall, die wir noch machen müssen. Haben wir nicht immer noch eine Helixspur? Nee, ne? Also hier unten ist noch eine Mission, klar. Doch, hier unten. Vor allem die neue Schnellreiseziel freigeschaltet, das ist immer gut. So, die Frage ist... Jawohl. Das Ding wollte ich haben. So. Was haben wir denn als nächstes zu tun? Klar sind hier Hauptmissionen, noch eine Hauptmission, das ist klar. Die muss auch Level 5 sein. Oder soll Level 5 sein. Aber ich will gesagt, ich mache dann als nächstes hier wahrscheinlich hier oben weiter mit Jesse Butler. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Da sehen wir uns dann wieder. Bis dahin und tschüss.